Ich hatte früher tatsächlich mal riesige und panische Angst vor Wespen, weil ich lange Zeit die Vermutung hatte, dass ich allergisch auf die reagiere, weil ich schon bei Mücken sehr empfindlich bin. Wir haben dann irgendwann einen Test gemacht, einen Allergietest gemacht. Okay, jetzt müssen wir uns gleich mal eben durchlesen. Ich habe keine Allergie, aber wohl fühle ich mich trotzdem nicht, wenn ich Wespen um mich fliegen habe. Flussraubzüge verfügbar. Eine neue Aktivität ist nun in der Siedlung verfügbar. Sie bringt neue Gebäude, neue Belohnungen und ferne Flüsse, die du und deine Besatzung aus Jomsvikingern erkunden und überfallen könnt. Mit sich. Ach so, das war die falsche Betonung, aber ihr wisst, was da steht. Außerdem gibt es neue Fertigkeiten zu entdecken und im Fertigkeitenbaum zu erwerben. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Okay. Ja, wir sind nicht sehr angenehme Gesellen. Obwohl ich sagen muss, so wenn wir alleine essen, ist es noch in Ordnung. Aber wenn wir so eine Familienfeier haben, ist ja momentan nicht so, aber wenn wir die haben und dann die Wespen kommen, fangen meine Onkel immer an, nach diesen Wespen zu schlagen. Und das ist das, was ich am schlimmsten finde, weil die Viecher ja unglaublich schnell aggressiv werden. Und das macht mir dann eher Angst. Ah, hier ist das Kriegerlager. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich dieses blöde Kriegerlager bauen kann. Ja, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Wir werden jetzt keine Flussraubzüge machen, aber ich wollte das mal ausbauen, wenn wir es jetzt schon gefunden haben. Wir können hier Urlock spielen. Anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Obwohl ich auch schon mal eine Hornisse gesehen habe. Die sind schon heftig, die Viecher. Also, die sind ja nicht ganz so aggressiv, aber oh, das Geräusch, was die machen, reicht mir auch schon. Ich weiß nicht, ob. Wahrscheinlich haben mehrere Leute schon mal Hornissen gesehen. Aber das klingt halt, als würde ein Mini-Hubschrauber bei dir in der Nähe fliegen. Die sind schon nicht ohne. Ah, das habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das mal versuche mit der Schale. Das hab ich schon öfter gehört, aber Du tatsächlich noch siehst nie aus, als könntest ausprobiert. du recht gut würfeln. Starten wir die Session doch mit einer Runde Urlock. Erlück. Dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Fangen wir an. Ich bin gut. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ob der wohl wirklich so gut ist? Das ist schon nice. Das heißt, am besten so eine Stunde vorher oder so. Obwohl, dann ist es vielleicht auch schon eine Stunde, ist vielleicht so früh eine halbe Stunde vorher oder so dahinstellen wahrscheinlich. Ich meine, letztes Jahr war eh ein bisschen doof, weil da hatten wir in der Nähe vom Komposthaufen auch ein Wespennest. Und so riesig ist unser Garten nicht. Die finden halt dann recht schnell den Weg zu unserem Tisch. Nice, wir beginnen, okay. Der Regen heute so unglaublich laut in dem Game? Meinen Ohren ist der so unglaublich laut. Nicht schlecht. Kann alles von mir blocken.
Ich hab mittlerweile, glaube ich, bei Erlek alle Runen. Das heißt, das hier bringt mir gar keine Runen mehr. Aber naja, dann haben wir alle einmal abgeschlossen. Drei, vier, fünf, sechs. Drei klaut er mir. Ach so. War aber trotzdem okay. Dass er die zwei Pfeile gesetzt hat, ist richtig dumm gewesen. Also vom NPC. Weil die Pfeile kann ich ja eh schon blocken. Das ist natürlich jetzt echt belastend, ne? Ah, oh, ich hätte sogar mehr Schaden machen können. Shit. Kann sich alles noch wenden, oh ja. Das Spiel ist sehr offen. Ich lasse ihn die drei nochmal würfeln, in der Hoffnung, dass weniger Angriff dabei rauskommt. Und weniger Punkte für ihn. Ja, ist okay. Jetzt machen wir ungefähr, jetzt machen wir gleich viel Angriff. Boah, er hat echt viele Münzen, ne? Oder Plättchen oder wie auch immer. Ich meine, gerade liege ich noch ein bisschen vorne. Von den Leben. Das sollte reichen. Ja, 8 hätte ich tatsächlich nicht geschafft und es ist gut, dass ich auf Nummer sicher gekommen bin. Ich hätte es einfach durchrechnen können, aber da hatte ich gerade keinen Bock drauf. 3 Angriff noch.
No! Nein! Obwohl, doch, ich müsste noch... Doch, das müsste ich gewonnen haben. Oh nein. Nein, er verursacht den Schaden zuerst. Nein! Du gewinnst. So knapp. Du musst doch nicht abhauen und dich in deiner Niederlage suhlen. Komm, spielen wir nochmal. Vielleicht ein andermal. Na, am Ende kam es jetzt drauf an, wer von uns zuerst angreift. Weil wir beide auf Null gegangen wären, tatsächlich. Wie fies. Ja, das fand ich auch. Siedlungserweiterung. Neue Gebäude und weitere Aktivitäten und Charaktere verfügbar. Okay. Tutorial. Okay. Erstmal müssen wir jetzt unsere Quest machen. Das wollte ich eigentlich. Warte, es war runter, ne? So, mal gucken. Das ist die große Quest um Sigurd und Volker rum. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir Volker heute erledigen können, aber mal gucken. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ich würde auch gerne den Eiferer aus der Region finden, um zu gucken, ob ich den von der Stärke her schon machen kann oder nicht. Aber vermutlich nicht, wenn die anderen Eiferer noch zu stark sind, wird der hier wahrscheinlich auch zu stark sein. Die Quest hiernach wird auch wieder interessant. Das war weiter im Norden und das sind tatsächlich, wo wir... Tatsächlich eine Quest, meine ich, wo wir zwei etwas höhere Leute aus dem Orden töten können. Du wartest schon sehr lange darauf, Völker zu erledigen, das stimmt. Okay, leider die falsche Seite vom Fluss. Ich muss ab und zu mal auf die Karte gucken, dass ich wenigstens den Eiferer gesehen habe, wenn wir ihn erwischen. Und ihn dann leichter finden kann, wenn ich ihn wirklich irgendwann erledigen möchte. Und wir müssen uns die... die Aussichtspunkte hier holen. Den nehmen wir... Ne, den holen wir uns, bevor wir zur Quest gehen. Ich frage mich halt tatsächlich, wie stark Folge ist. Also wie schwer der Kampf gegen sie wird. Die Kornkammer von Westsexa. Ein Land im Überfluss. Ich möchte Folge ja auch einfach nur erledigen, weil ich diesen Charakter einfach scheiße finde. Nicht mal wegen meinem Bruder. Der interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr. Sondern einfach, weil ich mag Folge vom Charakter her einfach so gar nicht. Ich meine, sie ist darauf gemacht, dass man sie nicht mag. Wie viele Charaktere in diesem Spiel. Aber,
Ich fände das Spiel schöner, wenn sie nicht mehr da drin vorkommen würde. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Warte. Nee, das ist der Eiferer, den wir. Ja, das ist so wurden. Oh, wer ist er denn? Was? Oh nein, ich wollte ihn. Nein, ich wollte doch ihn eigentlich. Oh. Oh Gott. Hauptsache die Motivation dazu ist da. Weil diese kommt ist Nebensache. Naja, eigentlich müssten wir jetzt ja Sonntag genug geübt haben, was das Töten von Leuten angeht. Warte mal ganz kurz. Ach, du warst das. Irgendjemand war da die ganze Zeit am Niesen. Jetzt ist Jody gerade hier hochgesprungen. Oh, das könnte ein schöner Ausblick wieder werden. Mit der Sonne gerade. Ja, geht so. Aber es ist die Sonne. Der Stand der Sonne war schön. Oh. Will ich da runter? Was ist das da unten? Ich glaube, da gibt es einen Schatz. Ich fühle mich gut. Oh nein, ich wollte gerade sagen, ich wollte mein Reittier hier gar nicht rufen. Was ist denn los mit dir? Eigentlich hatte ich schon die Hoffnung, dass es wieder ein bisschen besser geworden war mit dem Niesen, aber ich glaube anscheinend doch nicht. Nicht so mit dem Lesen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So, jetzt haben wir schon mal einen Reichtum geholt. Ist doch auch was. Ne? Müssen wir dann nur wieder hoch. Da ist noch was. Ja, ich hoffe, dass es besser wird. Weil, wie gesagt, eigentlich müssen die zwei halt zum Impfen. Aber so, wenn wir jetzt so dahin gehen, bringt das nichts, weil die Tierärzte dann sagen, wir warten. Deswegen warten wir halt einfach schon vorher. Ich sagte vor 5 Minuten noch, dass wir eigentlich heute die Quest machen wollen. Und laufe hier jetzt schon wieder so wir hin und her. Der Wahnsinn.
Ein Tattoo-Entwurf. Ah, da! Da ist der Eiferer. Eigentlich wollte ich die Quest machen. Rücken. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Eigentlich. Longman. Oh no, hätte ich die irgendwo sehen können? Muss ja eigentlich, dann bin ich da durchgelaufen, aber habe es nicht mitgekriegt. Damage. Hier gibt es Schätze. Ja, dann holen wir uns einfach noch den Aussichtspunkt da unten, bevor wir mit der Quest weitermachen. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Nein, nein, ich will hier eh wieder weg. Wir machen hier jetzt keinen Überfall. Obwohl, wir müssen hier durch. Ich will ja nur wissen, welche Stärke er hat. Wahrscheinlich können wir ihn eh nicht bekämpfen. Da war ein Schaf. Oh, da konnte man Urlock spielen. Wenn ich die halt getroffen habe, dann sehe ich sie immer auf der Map. Deswegen will ich mir den eigentlich eben absnacken. Ich glaube, das sollten wir lassen. Aber dann hole ich mir den hier noch eben, wenn ich eh so weit unten bin. Stärke 280. Die ist die ganze Zeit am Niesen gerade. Warte mal, ich will mal gucken, was sie gerade macht. Sie liegt gerade im Körbchen und putzt sich selber. Vielleicht wäre es ungesund derzeit, das glaube ich auch, ja. Es gibt auch noch so viele Schätze hier überall zu holen.
Ausblick ist hübsch. Ich überlege ja schon, ob ich die 220er vielleicht jetzt schon machen könnte. Ich glaube, wir reiten da aber trotzdem hin. Ich könnte mich da jetzt auch einfach hinporten, näher ranporten, aber ich glaube, wir reiten einfach eben schnell, oder? Weil Ladezeit dauert halt auch immer relativ lange, deswegen weiß ich nicht, ob sich das jetzt lohnen würde, sich dahin zu porten. Ja, würde ich auch sagen, dass es ungefähr genauso lange dauert. Selber Gedanke. Auf geht's. Also alles, was mehr als 1500 ist, lohnt sich, glaube ich, eigentlich schon zu schnell reisen, aber ich glaube, alles darunter ist halt kritisch. Ich hoffe, das Spiel vertröstet uns nicht schon wieder, weil wir hatten schon zweimal die Quest, Fulke zu töten. Zumindest macht die Quest den Anschein, dass das Ende davon erreicht sein wird, wenn wir Fulke töten. Und beide Male war das jetzt nicht der Fall. Ich hoffe sehr, dass wir dem jetzt ein Ende setzen. Hier stimmt etwas nicht. Och nö. Das ist ein Fluch. Oh nö. Eigentlich meide ich verfluchte Orte. There. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob sie wirklich verflucht sind oder ob es einfach nur irgendein Rätsel ist. Weil ich noch keinen von den Orten befreit habe. Hä? Sieh mal nach, Sühnen. Da. Okay, da musst du das Spiel kurz nachladen. Ja, wo ist denn Bassi? Bin ich blind? War der doch da drin? Habe ich vielleicht einfach vergessen, wie er aussieht? Das könnte möglich sein. Bist du noch bei Trost? Nee, nee. Was siehst du da oben, Sühnen? Doch, der war hier irgendwo. Wenn ich jetzt von oben aus nicht immer so eine schlechte Orientierung hätte. Nee, das war ich. Quatschen wir einfach mal irgendjemanden an, den wir hier finden, mit dem wir reden können. Da sind doch zwei.
Perfekt. Eivor, du dampfende Schüssel voller Elchpisse. König Oswald sendet beste Grüße. Brodir, Bruder. Oder war es genau andersherum? Oh, schön, dich wiederzusehen, Eivor. Ach, hör auf zu jammern wie eine liebeskranke Katze. Welche Komplimente, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das geht schon seit der Hochzeit so. Wir können später in Erinnerung schwelgen. Seid ihr Irren bereit, etwas Blut zu vergießen? Nach diesem Arsrüd könnte meine Klinge durchaus ein paar weiche Sachsen vertragen. Was ist das, Bassi? Eivor, nee, das meine ist Dore. Zweitliebste Nordwegerin. Können wir uns nur bei gewaltsamen Anlässen begegnen? So scheint es zu sein. Aber Freunde zu sehen, ist in diesen dunklen Zeiten immer ein Lichtblick. Optimistisch wie eh und je, Stowe. Schön, euch beide zu sehen. Ich bringe keine schönen Worte, nur meine Klinge. Mal sehen, was sich als nützlicher erweist. Viele gute Krieger hier, die uns helfen wollen. Das ist natürlich sehr nice. Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Sind wir mal nicht bescheiden, ne? Ich habe eine Furche durch dieses reiche Land gezogen. Und die Skalden besingen meine Taten. Die, die prahlen, haben etwas zu beweisen. Große Menschen brauchen das nicht. Eivor hofft, Sigurd aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, das war's, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Doch, das sind ich kann das alleine. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur wir überwinden alleine eine große Mauer. Ich brauche gar keine Hilfe. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Ja, ja. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer ja, das schätzt sich einfach maßlos, und das stimmt. Ein anderer nördlich von Krauern Leer. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Graue Däne. Aber Vorsicht, das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer, du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Also ich habe kein Problem damit, entdeckt zu werden. Ich hab's nicht so mit dem Überraschungseffekt. Ich bin nicht so gut im Schleichen. Aber okay. Versuchen wir es auf deren Art zu lösen. Getötete Kundschafter. Eivor hat viele Verbündete. Was ist das für eine Rolle? Wir diese zwei netten Zeitgenossen, Odie und Rode. Hör zu, Sachse. Wir sind zum Töten hier, nicht um Freundschaften zu schließen. Ist die unter oder über uns? Die ist über uns, oder? Könnt ihr mich da. Kann ich da bitte mal durch, danke? Aber was genau ist das jetzt? Ich hab zu früh weggeklickt. Das war ein Artefakt, ja, okay. Jetzt hätten wir uns also durchlesen können. Rein theoretisch. Also am Anfang war ich total motiviert.
mir das alles durchzulesen, aber gerade bin ich nicht so motiviert, mir das alles durchzulesen. Die Sieben Schwestern ist der Name einer Cliffküste, aber ich glaube, die kenne ich schon, oder nicht? Im Süden Englands. Die in Filmen oft als Double für die legendären White Cliffs Kreidefelsen von Dover herhalten müssen, weil diese heutzutage längst nicht mehr so strahlend weiß sind und sich kaum filmen lassen, ohne eine Fähre vor die Linse zu bekommen. Es gibt halt einfach so viel. Ich glaube, deswegen war meine Motivation am Anfang deutlich höher, alles durchzulesen, aber ich wäre nur am Lesen, wenn ich alles vorlesen würde. Im Gegenzug zu den meisten anderen Stränden Englands besteht der Strand am Strand von Camber Sands nicht aus rasiermesserscharfen Steinchen, sondern tatsächlich aus waschechtem Sand. Die einzigartigen Dünen dienten der British Army als Übungsgelände für den Sturm auf die Normandie im Zweiten Weltkrieg. Gut, rum ist halt genial, ne? Dann lassen wir es dabei. Okay, töten wir die Kundschafter. 300, 800. Nehmen wir ihn zuerst. Das wollte ich nicht. Hinterher kurz pausieren. Man findet sicherlich auch alle Dokumente im Internet. Bin ich mir sehr sicher. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Hier sollte ein Späher auf dem Hügel sein. Blut liegt in der Luft. Zeig mir, was vor uns liegt. Oh, ich glaube, der lebt nicht mehr. Ah, ich weiß, das ist ein Wolf. Es riecht nach Tod. Jemand den Späher vor mir gefunden? Upsi. Mir wurde die Arbeit abgenommen. Ich muss sagen, ich finde Wölfe am anstrengendsten zu bekämpfen. So insgesamt Tiere finde ich viel anstrengender als richtige Gegner. Uns ihn da als nächstes. Eigentlich stehen geblieben, weil ich mich nach Soldaten umgeguckt habe, weil das klang, als hätten wir hier irgendwo noch andere Pferde, aber okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier ist der andere Raubzug. Und den möchte ich jetzt ungern machen. Hier gibt es so viel Schätze.
Zynen, leite mich. Ja, aber wer von denen, ich wollte gerade sagen, wer von denen ist denn bitte der Kundschafter? Ja, ne? Ist das mein Pferd? Nee, das ist mein Pferd. Oh no! Oh no, das wollte ich nicht! Kripp scharf. Kripp. Wir müssen irgendwann noch mal ein paar Raubzüge nachholen, weil ich glaube, ich kann jetzt mittlerweile wieder ein paar machen. Aber ich glaube, die waren einfach. Kann das krass sein, dass die erst bei. Oh mein Gott! Bei 190 waren oder so. Zeig es mir. Ist aber wieder nicht nur einer hier. Ja, scheiß drauf, ne? Machen wir die halt alle platt. Hier sollte ich vorsichtig sein. Geht doch drauf! Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich beschäftige die Ratte. Verfluche dich. Der Späher wacht am Flussufer, nördlich von Krauenlea. Flieg, Freundin. Oh, ich musste hier gar nicht angreifen, oder wie? In Gedanken durch den Kopf. Ich kann das halt einfach nicht. So, das mit diesem... Hier muss ich vorsichtig sein. Das ist einfach nicht meins. Ich glaube, das da hinten ist er, ne? Und jetzt habe ich sie auch noch umsonst umgebracht, weil ich da gar nicht hin musste. Oh, jetzt läuft er weg, oder wie? Hä? War das einer? Hä, war das einer vom Orden? Dieser Späher hatte Befehle von Fulke.
Das wird Basim interessieren. Eigentlich haben wir die Informationen, diese Animationen nur, wenn wir direkt Hinweise von, wenn wir sprechen. Wenn wir welche vom Orden haben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir waren, also machen wir einfach irgendwo weiter. Basim und Gudrum warten auf mich im Wald, östlich von Portcaster. Du löscht die Gefahr einfach aus. Nee, da muss man nicht vorsichtig sein, das ist auch eine Strategie, ja. Wie gesagt, man muss wahrscheinlich anders spielen, wenn man halt nicht gerade auf einfach spielt, ne? Aber weil es mir hier eher um die Assassin's Creed-Erfahrung und nicht darum ging, perfekte Kämpfe abzulegen, ist einfach für mich, glaube ich, zumindest jetzt beim ersten Teil, den ich spiele, also schon sinnvoll gewesen. Ich kann ja rein theoretisch auch immer umstellen. Ich war ja auch schon öfter am Überlegen, ob wir auf Mittel, also ob wir auf Normal umstellen, aber... Habe ich ja schon gesagt, ich habe Angst, dass mich das dann ein bisschen demotiviert. Sie für mich sühnen. Oh, da müssen wir echt noch weiter hin. Aber hier ist schön. Pass doch auf! Pass doch auf! Die Späher sind tot und das Lager ist errichtet. Ich sagte doch, wir würden es schaffen. Warten wir es ab. Jedes Auge, das hätte sehen können, trübt nun der Tod. An Zuversicht mangelt es dir nicht. So viel ist sicher. Ich glaube, der mag mich nicht so gerne. Einer der Späher hatte etwas Interessantes bei sich. Volke weiß, dass Krabedene gefallen ist. Sie sammelt Vorräte und Männer. Vorbereitung auf eine Belagerung? Wenn es ihr gelingt, sich zu verschanzen, könnte es Monate dauern, bis wir Sigurd befreien können. Findest du meine Eile immer noch übermütig, Gudrum? Sachsen! Sachsen aus dem Westen! Deine Eile hat unseren Karren direkt in die Scheiße gefahren. Volke wurde gewarnt. Es muss mehr Speer gegeben haben, als wir dachten. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ach, mach doch nicht so eine Panik. Das sind doch nur ein paar. Lass, gib mir kurz ein bisschen Zeit. Aua. Aua, ich wollte ihn kaputt stampfen. Dann haben wir das gleich erledigt. Kein Problem. Hallo Sargbeere, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo Twitch. Oh fuck, ja, ich wollte ihn angreifen. Ja, danke Spiel. Mir geht's super und danke. Und selbst mir geht's auch ganz gut. Autsch.
sollte vielleicht gerade doch ein bisschen ausweichen. Wenigstens ein bisschen. Wartet, ich will mir mal eben... Nein, ich will mir mal eben Essen holen. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Wir blocken uns hier gerade gegenseitig. Ist das ätzend. Oh Gott! Ja, bei uns ist auch sehr, sehr gutes Wetter. Aua. Die sind fies. Autsch. Aua. Ich sehe nichts. Egal. Er ist von selber schon wieder hochgekommen. Irgendwie sterben die schneller, als ich laufen kann. Okay, das sah gerade nur ein bisschen merkwürdig aus. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Sind die Soldaten alle wieder auferstanden? Zurückfallen, verdammt! Nach Portcaster! Sie fliehen wie Hasen! Und wir jagen sie wie Hunde. Dieses Arschgesicht gehört mir. Vor Schreck gestorben. Nicht, wenn ich schneller bin, Lahmarsch. Lasst ihn. Der Sieg ist schon unser. Nein. What? Hä, wie? Die sind jetzt einfach so gestorben? Der Tod ist gekommen, Sachse. Du wirst deinen Freund bald wiedersehen. Für diesen Welpen Fleischsack kämpfst du? Sigurd, den Kränklichen? Wenn Sigurd heute stirbt, finde ich deine Leiche und pisse drauf. Wie? Und Brody und Bruder sind gegen den gestorben? Aber ihr wisst nichts davon. Wer sind wir hier, junge Lady? Also bitte. Ich richte heute über dich, Sachse. Ich bin bereit für meine letzte Reise. Lass mich sehen, was mich erwartet. Wenn du deinen Schöpfer siehst. Sag ihm, ich hab dich geschickt. Nee, sorry, ich hätte ihn verschonen können, aber er hat Brody und Bruder umgebracht. Und die beiden mochte ich wirklich eigentlich gerne. Oh nee, einer von... Oh, der eine lebt noch. Bruder lebt noch. Du bist verwundet, Bruder. Lass mich deinen Bruder ins Lager tragen. Och man. Das war auch so. Ja, das hätte schon spektakulärer sein können bei einem von den beiden. Sprang er früher. Und jetzt ist er vor mir in Valhall. Selbst im Tod musste er der Erste sein. Dieses Krähenmal ist meine Schuld. Das ist nicht verwirrend. Dich trifft keine Schuld, Eivor.
Ich meine, die waren auch blöd genug, einfach beide da wieder los reinzurennen, obwohl wir gewonnen hatten. Aber trotzdem. Ist doch doof. Unvorsichtiges Aas. Ich wusste, das Wagnis war zu groß. Ruhig, Gudrum. Fulke verdient deinen Zorn, nicht Eivor. Du hast keine Vorstellung. Ist auch geil, wie er uns die ganze Zeit anscheißt, weil seine Krieger Scheiße bauen. Du kanntest das Wagnis so gut wie ich, Gudrum. Du hast diese Gelegenheit selbst ergriffen. Wohl wahr. Allein ich trage die Schuld, dir vertraut zu haben. Dieser Typ, ey. Was ist geschehen? Oba, Soma, ihr kommt zu. Ach, oh mein Gott, ich bin so doof. Jetzt verstehe ich das erst. Das sind unsere ganzen Verbündeten, die wir bisher gesucht haben. Ich dachte, wieso kommen mir so viele Namen hier bekannt vor? Wieso sind hier so viele bekannte Sachen? Aber klar, das sind die ganzen Leute, die mit uns verbündet sind. Aber wisse, ich hätte dich gebraucht. Was du brauchst, Rabennäherin, ist Schachzug vom Spiel, das stimmt. Köpfe als deinen eigenen. Eivor. Ich bin keine Dienstmagd, die sich von ihren Herren belehren lässt. Nein, du willst eine Anführerin sein. Also höre mir zu. Du willst deinen Jarl zurück? Dann musst du so kalt wie Frost sein. Mut ist so oft dein Feind, wie er dein Freund ist. Wir werfen uns nicht in aussichtslose Fäden. Wir kommen ohne Vorwarnung und schlagen zu. Versammle deine Verbündeten. Wähle den Zeitpunkt. Dann und nur dann bezwingst du sie. Noch kannst du obsiegen. Geh mit Odins Weisheit, Thors Macht und Freyas Geist. Geh und finde deinen Bruder. Gudrum sprach voller Zorn. Aber was er sagte, birgt Weisheit. Wir warten auf unsere Verbündeten, bevor wir angreifen. Bis dahin müssen wir uns vorbereiten. Zunächst brauchen wir ein neues Lager. Sie werden denken, wir ziehen uns zurück. Aber wir kommen noch näher. Hier. Ohne Vorwarnung. Erke, Stoa, reitet vor mir dorthin. Zusammen werden wir sie bezwingen. Die beiden mag ich auch gerne. Für mich liegt kein Vergnügen im Kampf gegen von den Verbündeten, die gerade da sind, mag ich eh relativ viele gerne. Wir brechen sofort auf. Außerdem sind sie aus Westsex. Elfreds Leute, nicht deine Brüder. Danach sollten wir Fulkes Vorräte in ganz Sudsexe vernichten. Ja, wenn es ihr gelingt, sich in Portcaster zu verschanzen, können wir Sigurd nicht mehr retten. Der Brief des Speers erwähnte Bricklesworde. Ich frage mich eh, ob der Sigurd noch lebt. Fertigen sie Waffen. Aus Guldefort stammt ihre Nahrung. Bricklesworde ist eine Festung. Trotz dem Schicksalsschlag, das stimmt. Oba, ich brauche deinen Axtarm in Guldefort. Soma, du und deine Männer helfen mir in Krauernlehr. Dass er mir insgesamt so vertraut hat bei dem, was ich gesagt habe, finde ich auch ziemlich beeindruckend. Gut, ich stoße zu dir, sobald das sächsische Lager erledigt ist. Ich habe halt seinen Bruder umgebracht. Das Herz eines Löwen und die List einer Krähe. Gudrum hat sich in dir getäuscht. Wir haben einen Plan. Vollenden wir ihn. Ich hätte ihm ja auch einfach Mist erzählen können. Ich hätte ja seinen Bruder auch einfach so umlegen so, können. Uber, verzeiht. Ich hätte euch gerne ein angemesseneres Willkommen nach der langen Reise bereitet. Mir tut nur leid, dass wir nicht schneller hier waren. Wir werden eine Weile brauchen, um die Männer zu versammeln. Dann kann es losgehen. Triff dich mit Stoa. Wie ist Stoa jetzt so schnell so weit weggekommen? Also boshaftes Potenzial hatte, oh, wie hieß er nochmal, sein Bruder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas mit I, oder? Aber dass er sowas macht, hätte ich tatsächlich trotzdem nicht erwartet.
Iva, genau. Dankeschön, Commandos. Mit den Namen habe ich es ja auch nicht so. Stowe und... Erke, Stowe. Erke. Bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und Westsexe auf dem Krieg liegen, sind sie Christen. Wenn ich mit ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Hm. Es geht um mehr als diese Leben, Stowe. Du würdest sie vor unserem Vorhaben warnen. Ich verstehe. Ich habe meine Hilfe versprochen und ich halte mein Wort. Es wurde genug geredet. Lasst uns handeln. Vorwärts! Ach, wir sollen die jetzt einfach auslöschen? Etwas befremdlich. Ja, das stimmt. Dieser Ort wird gut bewacht. Dieser Ort wird gut bewacht. Ups. Nicht mehr lange. Oh Gott! Oh nö, nicht Feuer! Oh nö, nicht Feuer! Nee, nee. Ich passe gerade echt nicht gut auf mein Leben auf, ne? Das war zu weit. Brauch mal eben Essen. Aua. Autsch. Sie hätten eine reale Chance gegen dich. Wie besiege ich die nochmal? Okay, einfach draufhauen. Der lebt ja immer noch. Oh, zwei Standartenträger sogar. Nee, einer. Ist doch nur einer. Da war es nur noch einer. Ist der letzte? Lager gehört uns.
Ist hier Loot? Jeder Tote ist ein Tote. Doch, da ist Loot. Jetzt muss ich noch Volkes Vorräte vernichten. Gibt's irgendwo Loot?